Wenn wir ein Reservoir haben oder einen Tank haben, dann wollen wir natürlich diesen Tank auch nutzen. Entweder Wasser in diesen Tank pumpen oder aus dem Tank Wasser entnehmen. Wir brauchen also Rohrleitungen. Und das nächste, was wir uns in Sim Hydraulics angucken, sind Rohrleitungen, so wie Sie hier auf diesem Bild irgendwann mal im Winter vor der Universität aufgenommen haben. Das sind Fernwärmerohrleitungen, das sehen Sie an der Dämmung, so wie wir, ja, wie wir Rohrleitungen benutzen. Das Modellierungsziel. Wir haben in der Hydraulik die Impulsgleichung kennengelernt. Impulsgleichung für ein Rohr. Und diese Impulsgleichung sagt, dass sich die Impuls des Wassers im Rohr ändert, wenn eine Druckdifferenz auf dem Rohr liegt, eine geodätische Höhendifferenz und durch den Durchfluss gibt es einen Impulsverlust. Einen Impulsverlust, der aus der Viskosität resultiert. Wenn die Rohrströmung stationär ist, dann bleibt nur noch das davon stehen. Das heißt, am Ende des Rohres herrscht der Druck P2. Wenn am Anfang der Druck P1 herrscht, dann gibt es die geodätische Druckdifferenz und Druckhöhenverlust durch die Viskosereibung. Ja, was sind die einzelnen Größen? Der Querschnitt des Rohres ist Pi d Quadrat Viertel, die Geschwindigkeit dann Q durch A und die Reynolds-Zahl Geschwindigkeit mal d durch μ. Dieser Verlustbeiwert Lambda nach Darcy-Weisbach wird nach der Formel nach Kohlbrook-White berechnet und die habe ich hier unten einmal hingeschrieben. Das wollen wir simulieren. Wir wollen also diese Gleichung simulieren. Wir wollen Druckdifferenzen berechnen können aus dem Verlust, aus dem hydraulischen Verlust und der geodätischen Höhendifferenz. Der Druck kann sich also auch durchaus in einem Fallrohr erhöhen. Er muss sich nicht nur reduzieren. Ja, das ist also das Modellierungsziel und da bietet MATLAB uns an, zunächst erstmal die Hydraulic Resistive Tube, und das habe ich hier einfach mal herausgeguckt, das finden Sie in Hydraulic Models, Hydraulic Elements, in der Simscape Basic Library. Und dieses Modell, diese Röhre hat ein Problem, nämlich dass wir zwar den Durchfluss richtig einstellen können. Sie finden hier auch sowas wie das Kolbrook-White-Gesetz in einer Vereinfachung ohne Iteration. Sie finden hier den Übergang von Laminar auf Turbulent. Was Sie allerdings nicht finden, sind geodätische Höhendifferenzen. Deswegen empfehle ich hier aus den Low-Pressure-Blocks in der Sim Hydraulics Library den Block Hydraulic Pipe LP zu nehmen, also eine hydraulische Röhre. LP, Low Pressure Blocks nennt sich das. Dieser Block simuliert das Gesamte, also sowohl geodätische Höhendifferenz als auch Verluste durch die Reibung, durch die innere Reibung dargestellt durch Darcy-Weisbach und Kolbrook-White. Unser Modell hatten wir schon mal aufgebaut. Wir haben hier eine Referenz, das heißt ein riesiges Reservoir, aus dem wir Wasser entnehmen, indem wir den Druck hier erhöhen durch eine Hydraulic Pressure Source. Das Wasser läuft durch einen Flowrate-Sensor. Es wird gemessen, wie viel Wasser das ist, auf den Durchflussmessgerät ausgegeben. Und dann gehen wir durch eine und da gehen wir durch eine Röhre durch und diese Röhre kann jetzt also auch eine geodätische Höhendifferenz überwinden. Das also dazu, wie sieht das dann in Simulink aus? Ups, in Simulink sieht das so aus. Ich habe das hier einmal vorbereitet. Das heißt, hier ist unser Modell. Entschuldigung, wo ist es? Jetzt muss ich mal gucken. Hier falsch durcheinander. Ich möchte hier einmal die Resistive Tube Low Pressure Blocks einmal Ihnen vorstellen. Das heißt, Sie haben hier die Pipe, Sie haben hier den internen Durchmesser, den Sie einstellen müssen. Das heißt, den Geometrical Shape Factor brauchen wir nicht unbedingt. Die Rohrlänge ist wichtig. Die äquivalente Rauheitslänge sollte zu 0 gesetzt werden. Dann haben wir hier KS, so wie Sie das aus dem Nikuratse-Gesetz kennen, und den Übergang von laminarer auf turbulente Strömung dargestellt durch Reynolds-Zahlen. Da die Rohrströmung etwa bei 3000 Reynolds-Zahl turbulent wird, passt das hier ganz gut. Das sollte man tunlichst so stehen lassen. Was dann noch zusätzlich wichtig ist, wenn Sie auf diesen Reiter gehen, dann können Sie den Anfangspunkt, die geodätische Höhe des Rohres definieren und den Endpunkt der geodätischen Höhe. Ja, und das sollten Sie dann einfach mal selbst probieren. Dabei viel Spaß.